Eisberge sind größer als sie scheinen. Man meint alles sehen zu können, aber dabei gibt es einen noch viel größeren Teil, der bis in die tiefsten Wässer geht. So tief, dass man es ohne Forschen gar nicht wissen kann. Hallo, how are you? I am under the water. Und so ist es auch mit Sonic the Hedgehog. Klar, ihr kennt Sonic 06 und denkt, das wäre der absolut tiefste und dunkelste Abgrund von Sonic, aber heilige Scheiße. Nein! Ganz oben befinden sich die Sachen, die meisten kennen. Aber man muss ganz tief in die Materie eintauchen, um die lustigsten, komischsten und gruseligsten Sachen über das Franchise herauszufinden. Oder man geht einfach auf Reddit und leitet sich ein Eisberg aus. Oh Mann, ich fühle mich wie ein echter YouTuber. Es gibt echt viele Eisberge über Sonic, die fett schlecht waren, aber dieser Eisberg hier war besonders, denn es ist einer, wo alles echt ist. Die Fake-Fakten bei den anderen waren halt echt schlimm, ich meine, Chris Chan ist Gott. Was? Auf jeden Fall habe ich diesen Eisberg nicht einfach so genommen. Ich habe ihn geklaut. Ich habe ihn nämlich um Erlaubnis gefragt. Das lief ungefähr so ab. Hey, dein Eisberg ist der beste, den ich bisher gefunden habe. Darf ich ihn vielleicht benutzen? Sorry fürs länger nicht antworten, aber klar, Digi, ich kann dir auch alles erklären. Danke, Mann. Schreib mir auf Discord. Ah ja, und ich habe schon etwas angefangen. Ein Tag später? Hallo? Drei Tage später. Fine. I'll do it myself. Dann ein bisschen hier, dies und das und tada, fertig war mein Eisberg. Ich habe noch viele Sachen verändert, weil es einfach sonst 5 Stunden gegangen wäre und naja, bei meiner Watchtime. Das ist jetzt der erste von 2 Parts und in diesem Part steigen wir erstmal mit den harmloseren Sachen ein und hören dann in etwas tieferem Gewässer auf. Im zweiten Part wird es dann ganz wild. Genug erklärt, fangen wir mit der Oberfläche an. Michael Jackson in Sonic 3. Der Sonic the Hedgehog 3 Soundtrack wurde von Michael Jackson komponiert. Er wurde aber nicht in den Credits erwähnt und hat es auch selber nie gesagt. Seit dem neuesten Stand stimmt das auch genauso und deshalb wurde Sonic 3 auch fast nie geportet. Es lag entweder daran, dass sie nicht die Rechte an der Musik hatten oder dass sie zu teuer waren. Warum er aber aus den Credits entfernt wurde, fragt ihr euch? Naja, man weiß es nicht genau, aber entweder wollte Michael Jackson das nicht, weil er unzufrieden mit der Tonausgabe war, oder die wahrscheinlichere Möglichkeit, Sega wollte es nicht wegen den Anschuldigungen zu der Zeit an Michael Jackson, weil er, naja, Spaß mit Kindern gehabt haben soll. Film Sonic Redesign. Hierzu muss ich wohl nicht allzu viel sagen. Falls ihr euch nicht erinnern könnt, letztes Jahr kam der Sonic-Film raus und im originalen Trailer damals sah er so aus. Böse Leute würden behaupten, dass das nur ein Promo-Move gewesen wäre. Ich bin böse Leute. Auf jeden Fall haben die das Design dann letztendlich verbessert. Sonic.exe. Ja genau, Sonic.exe, diese uralte, ausgelutschte Creepypasta, die man allerhöchstens gruselig findet, wenn man 12 Jahre alt und alleine zu Hause ist. Jeder weiß, dass das Spiel nur ein Fangame ist und auf keinen Fall verflucht. Und nein, das Spiel ist nicht gruselig. Das hier hat absolut nichts mit Horror zu tun. Ah, lass mich in Ruhe. Ah. Fun is Infinite. Sonic CD ist komischerweise ein eher unbekanntes Sonic 2D-Spiel. Dafür ist dieser Fakt aber umso bekannter. Wenn ihr im Soundtest vom Spiel 46, 12, 25 eingebt, dann öffnet sich der ruhmberüchtigte Screen mit diesen komischen Teufelsonics. Auf Japanisch steht dann da: Der Spaß ist unendlich. Sega Enterprise. Gezeichnet der Teufel. Danke, Alblali. Very cool. In der japanischen Version vom Spiel läuft aus irgendeinem Grund im Hintergrund einfach der übelste Banger. That's no good. In der alten Sonic-Serie Sonic der Irre Igel gab es am Anfang jeder Folge kurze Clips, die Sonic sagt hießen. Dort hat er immer eine Situation erklärt, um Kindern zu helfen. 110 ist nur was für richtige Notfälle und nicht für solche Lappalien. In dieser Folge geht es um Belästigung und dass man es den Eltern erzählen sollte. Das That's no good sagt er, nachdem er davon redet, dass man, wenn man an bestimmten Stellen nicht angefasst werden will, es nicht gut ist. Das wurde dann warum auch immer zu einem Running Gag. Honey the Cat. Honey the Cat sollte ein spielbarer Charakter für Sonic the Fighters sein. Ja, ich weiß, dass das Spiel niemand kennt. Jedoch konnte man ihn nicht spielen und er war nur halbfertig in den Spieldateien zu finden. Im HD-Remake aus 2012 konnte man sie dann freischalten. Jedoch war sie nur ein Reskin von Amy Rose und hatte dieselben Moves. Nur, dass sie heißer war. Sonic Heroes unvollendetes Opening. Es gibt eine Version vom Sonic Heroes Intro, die unfertig ist. In dieser sieht man Konzeptzeichnungen und der Song Sonic Heroes von Crush 40 wird eingesummt, weil sie den Text noch nicht fertig hat. Das klingt eigentlich ganz lustig. Sonic Paradox. Sonic Paradox ist ein alter YouTube-Channel mit Sonic-Animationen. Der ist halt uralt. Vielleicht habt ihr diese Thumbnail schon mal gesehen. Die Videos haben nämlich echt sehr viele Aufrufe. Als Kind habe ich öfter die deutschen Dubs davon angeguckt und fand das todeslustig. Ich meine, was haben wir gestern gemacht? Fun. Nein, das war kein Fun. Hast mich in deinen Arsch gesteckt. Es waren einfach noch andere Zeiten. Der Sonic-Kreislauf. Der Sonic-Kreislauf beschreibt den Ablauf von jedem Sonic-Release. Erst werden ein paar neue Infos gedroppt und man weiß nicht wirklich viel. Dann werden alte und neue Charaktere gezeigt und das Gameplay sieht aus wie das, was die Leute sich wünschen. Und wenn das Spiel rauskommt, ist es eine Enttäuschung und es wird richtig schlecht bewertet. Die Fans sagen dann, dass sie nie wieder darauf reinfallen werden. Und alles wiederholt sich. Entferntes Cowgirl. In Sonic Adventure 1 gibt es im Casinopolis-Level auf der oberen Etage ein Schild, welches einfach nur Casinopolis zeigt. Bei unserer Version zumindest, denn in Japan wurde es durch dieses riesige Cowgirl-Schild ausgetauscht. Schon komisch, wenn man bedenkt, dass normalerweise in Japan sowas eher zensiert wird. Sonics 2-Welten-Theorie. Es ist eine etwas komische Theorie und auch eine, die nicht so viel Sinn macht, finde ich. Es geht aber darum, dass die Menschen und die Sonic-Charaktere in unterschiedlichen Welten leben. In Sonic Lost World zum Beispiel könnte das niemals auf der Erde spielen. Aber Sonic 06 und Unleashed sind ganz klar auf der Erde. Also kamen so die Fans auf diese Theorie. No way. Ihr wisst vielleicht, dass Sonic 3 erst das & Knuckles-Add-on etwas später nach dem Release bekommen hat und man Sonic 3 in das neue Spiel praktisch reinstecken musste, um es dann zusammen spielen zu können. Hat man jetzt aber irgendein anderes Spiel stattdessen reingesteckt, kam man auf diesen Bildschirm hier. Sonics Lieblingsoutfit. In Sonic the Hedgehog, der Film, gibt es eine Szene, in der Metal Sonic der alten Eule diese Klamotten hier gibt.
Tails sagt daraufhin, dass das Sonics Lieblingsklamotten sind und er sich nicht wundern muss, wenn Sonic auf ihn wütend ist. In der Community wurde es ein kleiner Running Gag, dass ihn noch nie jemand in diesen Klamotten gesehen hat, es aber seine Lieblingsklamotten sind. Tauchen wir jetzt in die erste Schicht vom Wasser ab. Dreamcast im Eggmobil. In Sonic Unleashed sieht man in einer Cutscene einen Dreamcast und einen Controller neben Eggman in seinem Eggmobil liegen. Es hat keine Bedeutung, ist aber ein ganz cooles Easter Egg. Sonic Adventure DLCs. Sonic Adventure hatte exklusive Mini-DLCs für die Dreamcast, die man durch die Online-Services der Dreamcast herunterladen konnte. Sie waren zeitlich begrenzt und sehr komisch. Von einem Rebook-DLC bis zu einem DLC für Kreditkarten war echt alles dabei. Mittlerweile kann man sie jetzt endlich nach Jahren auch auf dem PC runterladen. Ich habe euch am Video verlinkt, falls euch die einzelnen DLCs interessieren. Hyper Shaddick. Shaddick ist ein Charakter aus der Fan-Animation Nezo Unleashed. Nein, nicht mit ihr am Ende. Shaddick ist eine Mischung aus Sonic und Shadow. Diese hat dann viele verschiedene Entwicklungen und eine davon ist die Hyperform. Die Entwicklungen sehen aus wie der feuchte Traum jedes 12-jährigen Sonic-Fans. Sonic Maurice Hedgehog. Maurice Hedgehog war der Opa von Sonic. Als Sonic dann geboren wurde, hieß Sonic mit Zweitnamen Maurice. Dies wurde dann aber später jedoch nur noch zu Sonic geändert. Knuckles ist Jamaikaner. Knuckles war geplant, einen jamaikanischen Akzent zu haben. Auch seine Schuhe haben die Farbe der rastafarischen Flagge. Aber sind wir mal ehrlich, ist es keine Überraschung. Eigentlich sollten wir alle wissen, dass Knuckles schwarz sein sollte. Rouges geheimes Zwinkern. In Sonic Heroes, wenn man als Team Dark spielt, kann man in die First Person gehen und Rouge dabei erblicken, wie sie einem zuzwinkert. Um ehrlich zu sein, sieht das nicht richtig aus und eher nach einem Bug. Glaubt mir, das mit Rouge wird noch schlimmer, je tiefer wir abtauchen. Shadow Basketball. Habt ihr dieses Video schon mal irgendwo gesehen? Sonic Skateboard. Rogue and Emmy Dennis. What the fuck? Das soll einfach Rouge sein. Ja, genau. Das existiert und es ist offiziell. McDonald's hatte in Pakistan eine Kollabo mit Sonic und hat kleine Spiele rausgebracht mit Sonic-Charakteren. Jeder Charakter hatte seine eigene Sportart und naja, Shadow ist jetzt anscheinend Basketballspieler. Mephiles ist der Teufel. Mephiles ist der Böse aus Sonic 06. Es ist klar, dass Mephiles den Teufel repräsentieren soll. Nicht nur, dass Mephiles ein anderer Name für den Teufel ist, sondern er sieht auch sehr teuflisch aus und hat starke Teufel-Vibes. The world will betray you. Warum hat der eigentlich keinen Mund? Obama 10. Jetzt fängt es an, wirklich komisch zu werden. Obama 10 ist dieses komische Bootleg-T-Shirt hier, wo Harry Potter und Obama 10 draufsteht. Sonic hat dann diese komischen Farben und alles sieht einfach so komisch aus. Das kann sich doch keiner ausdenken. Aber wenn es mir jemand kaufen würde, ich würde es tragen, sind wir ehrlich. Super Genesis Welle. Die Super Genesis Welle ist ein Phänomen in Sonic, in welchem man durch die Chaos Emeralds die Realität nach seinen eigenen Gunsten verändern kann. In den Sonic Comics ist das sogar schon dreimal passiert. Das alles ist aber etwas kompliziert und auch nicht wichtig für die Sonic-Spiele. Sonic Final Fantasy X. Sonic Final Fantasy X ist ein sehr interessantes, mehrteiliges Fan-RPG, welches man im Browser spielen konnte. Rest in Peace, Flash Player, Bro. Es sieht halt sehr komisch aus, aber ich denke, man kann auf jeden Fall damit seinen Spaß haben. Mysteriöse Sonic-Statue. In Japan wurde letztes Jahr eine alte Sonic-Statue gefunden, wo er auf einem Snowboard fährt. Ein paar Monate später war diese mysteriöserweise komplett erneuert. Anscheinend war sie ursprünglich aus Sega World, wurde dann aber weiterverkauft. Der Besitzer der Statue wohnt anscheinend auf dem Berg, aber niemand weiß genau, was damit los ist. Madonna. Nein, nicht die Musikerin, okay? Madonna war ursprünglich die Freundin von Sonic und seine menschliche Liebhaberin. Zum Glück wurde die Idee verworfen. Nein, nein, Sonic aus 6, geh weg! Lass meine Familie in Ruhe! Guter Plan. In Sonic Mania Adventure, einer offiziellen Sonic-YouTube-Serie, guckt sich Sonic Eggmans Plan an, nachdem er ihn besiegt hat. Da kann man sehen, dass er eigentlich keine wirkliche Ahnung hat, wie er an alle Chaos Emeralds kommt. So oft wie er gegen Sonic gescheitert ist, wundert es mich auch nicht, dass er keine Ahnung hat. Jetzt kommen nur noch Sachen, die meisten Leute nicht kennen. Sonic 3D Blast Select Screen. Sonic 3D Blast ist echt kein gutes Spiel, also würde man am liebsten einfach so viele Level skippen, wie es geht. Das funktioniert auch eigentlich echt einfach, denn wenn man das Spiel schlägt, ja, man muss es schlagen, dann kommt ihr in den Level Select Screen. Es gibt ein ausführliches Video, warum das der Fall ist, aber kurz gesagt, es ist so programmiert, dass wenn etwas mit dem Spiel schief läuft, man automatisch in dieses Menü reinkommt. Chaos ist ein mutierter Chao. So unwahrscheinlich, wie es auch vielleicht auf den ersten Blick aussieht, ist es gar nicht. Schon in Sonic Adventure, wo er zum ersten Mal vorkam, hätte man es wissen können. Er war ein Chao, der so viel Energie vom Master Emerald abbekam, dass er mutiert ist. Durch seine neuen Fähigkeiten sollte er dann den Master Emerald beschützen und sich um das umliegende Wasser kümmern. Falls ihr nicht bemerkt habt, er ist nämlich auch aus Wasser. Das erklärt auch, warum er am Ende von Sonic Adventure so cool mit den Chaos ist. Sonic 2 Nick Arcade Aufnahmen. In einer amerikanischen Kids-Show, die Nick Arcade hieß, hat man zum ersten Mal einen Prototypen von Sonic 2 gesehen. Ich würde es euch gerne zeigen, aber das Video wurde einfach genau gerade eben gelöscht. Wieso passiert mir eigentlich sowas? Auf jeden Fall hatte es noch sehr viele Ähnlichkeiten zu Sonic 1, weil es noch ein sehr früher Prototyp war. Sonic 2017 VR-Spiel. Ein Fan hat ein kleines Sonic VR-Spiel entwickelt, das zeigt, wie Sonics Reise durch die Green Hill Zone aussieht. Keine Ahnung, warum das existiert, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Stellt euch vor, ihr könntet Princess Elise aus Sonic 06 in VR küssen. So, das war's jetzt mit dem ersten Part. Ich denke, ein paar von diesen Sachen habt ihr heute zum ersten Mal gehört. Glaubt mir, im zweiten Part wird es noch um einiges schlimmer. Wenn ihr den zweiten Part also nicht verpassen wollt, dann abonniert den Channel und lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Das nächste Video kommt dann aber schon in einer Woche, weil zwei Wochen Pause etwas zu lang werden. Also, freut euch darauf. Bis dann.